Wie bekomme ich 45 Punkte für den Brief Telg Deutsch B2? Wenn dich diese Frage interessiert, bleibe dran. Ich habe für dich 7 Tipps vorbereitet, wie du deinen Brief mit maximaler Punktzahl bestehen kannst. Nun, wenn dich aber andere Briefe von mir interessieren, schau bitte nach in meiner Playlist Briefe B2. Mein Video habe ich in 2 Teile geteilt. Worauf solltest du achten vor der Prüfung und worauf solltest du achten während der Prüfung? Tipp Nummer 1. Wie sieht die Aufgabe und der Antwortbogen für die Prüfung aus? Wie viele Minuten hast du für deinen Brief? Du solltest alle formale Sachen schon vor der Prüfung kennen. Zum Beispiel, du bekommst in der Prüfung 30 Minuten Zeit für den Brief und solltest sofort aus 2 Aufgaben, Bitte um Informationen oder Beschwerdebrief, einen Brief auswählen. Und du solltest dir schon vor der Prüfung deinen Antwortbogen anschauen. Wie findest du den Antwortbogen? Das ist ganz leicht. Hier verlinke ich dir den kostenlosen TELG-Mustertest für die Prüfung TELG Deutsch B2. Und wenn du diese Broschüre einfach ganz nach hinten blätterst, dann findest du den Antwortbogen für den Brief. Das am besten musstest du den Antwortbogen musstest du ausdrucken und bei dem weiteren Training hier in diesem Antwortbogen versuche, deinen Brief zu verfassen. So, Tipp Nummer 2. Wähle schon jetzt, bevor du zur Prüfung gehst, welchen Brief du schreiben möchtest. Wähle deinen Brief schon jetzt aus. Beschwerdebrief oder bitte um Informationen. Da sind ganz verschiedene Briefe und jeder Brief erfordert bestimmte Redemittel. Das heißt, wenn du dich für einen Brief entschieden hast, lerne die passenden Redemittel dazu. In meiner Playlist findest du auch viele Redemittel zu den verschiedensten Briefen. So, nun kommen wir zum Tipp Nummer 3. Du solltest vor der Prüfung die Aufgaben dir anschauen und die Aufgaben kennenlernen. Natürlich kannst du eine kostenlose Aufgabe in der Prüfung TELG Deutsch B2 finden, also in der kostenlosen Version, was ich hier dir verlinkt habe. Das ist leider viel zu wenig. Du brauchst mehr Beispiele, was alles in der Prüfung kommen kann. Und dafür habe ich für dich meine Empfehlung. Als Dozentin empfehle ich dir ganz stark die Reihe von den Büchern Briefe schreiben B2. Der Autor ist Dr. Ilya Koselev. Er ist sicherlich auch ein TELG-Prüfer und hat diese Aufgaben so konzipiert, dass sie ganz, ganz ähnlich, also die Schriftart, Design, den Aufbau, das sieht alles so aus wie bei der Prüfung. Und selbst die Aufgaben klingen auch wie bei der Prüfung. Aber Achtung, diese Aufgaben sind nicht die Prüfungsaufgaben von TELG Original. Ja? Man darf die Aufgaben von TELG, originale Aufgaben, darf man nicht veröffentlichen. Das heißt, diese Aufgaben sind ähnlich aufgebaut, die haben auch ähnliche Themen, aber die sind nicht hundertprozentig wie bei der TELG. Ich lese euch mal vor, welche Aufgaben ich hier finde. In jedem Buch gibt es 8 Aufgaben und
noch Übungen dazu. Und solche Aufgaben sehen wir: Mitgliedschaft in einem Schwimmclub, Fahrradkurse für Anfänger, Anfrage wegen Malerarbeiten, Beschwerde über ökologische Naturkosmetikprodukte, Installation von Rauchmeldern ist Pflicht, mangelhafter Service im Thermalbad, Beschwerde bei einer Versandapotheke, italienischer Kochkurs. Also für mich klingen diese Themen sehr bekannt und ich würde das euch ans Herz legen, diese drei Bücher, die kosten nicht so viel. Und die haben auch Übungen drin. Und übrigens im Teil Nummer 1, Briefe schreiben. Hier gibt es übrigens zwei Niveaus, Briefe für Niveau B1 und Briefe für Niveau B2. Hier auf einer Seite, das sage ich euch gleich, auf der Seite 33 gibt es so tolle Redemittel, die du einfach in deinen Beschwerdebriefe einbauen kannst. So, wenn wir uns die Bücher jetzt anschauen, haben die Bücher immer eine Aufgabe, wie ich schon gesagt habe, aufgebaut wie in der Prüfung wirklich. Und dann kommt es einen Vorschlag von dem Autor, wie dieser Brief aussehen könnte. Und ich habe schon bei Amazon viele Kommentare gelesen, oh, die Briefe sind zu lange und in der Prüfung werden nicht so große, lange Briefe verlangt. Ich muss euch sagen, der Autor schreibt in diesem Buch sogar ganz am Anfang, das sind nur Beispiele. Das ist so eine Ideenkiste für euch, damit ihr einfach diese Briefe euch vorliest. Danach gibt es Übungen, damit ihr einfach mehr Ideen bekommt. Ja, in der Prüfung sollten die Briefe ein bisschen kürzer sein. Das stimmt. Und zu diesem Punkt kommen wir weiter. Bitte. An alle ganz herzliche Bitte, nicht diese Briefe auswendig lernen. Wenn du aus dem Internet oder aus dem Buch oder aus aus meinem YouTube-Kanal einen Brief auswendig lernst und das in der Prüfung schreibst, kann das sein, dass du 0 Punkte dabei bekommst und unser Ziel ist 45 Punkte bei der Prüfung Deutsch B2 für den Brief. Nun sind wir beim Tipp Nummer 4. Du kennst die Aufgaben, du hast die schon gesehen. Jetzt kommst du an die Arbeit. Aktiviere dich und schreibe selbst, verfasse selbst die Briefe für die Prüfung. Und lass bitte deine Briefe von einem Lehrer korrigieren oder von einer Person, die Deutsch sehr gut kann. So trainierst du wirklich sehr gut für die Prüfung. Wenn du diese Briefe, wenn du diese Bücher benutzt, dann hast du schon 8 Beispiele. Das heißt, du kannst jeden Tag einen Brief verfassen und korrigieren lassen. Das ist eine wahnsinnige Übung und Training für dich und du wirst sehen, nach jedem Brief wirst du immer besser, immer ein Stück besser, immer ein Stück besser. Und das führt dich zu deinen 45 Punkten bei der Prüfung Deutsch B2. So, jetzt kommen die Tipps, die du bei der Prüfung, während der Prüfung beachten solltest. Und zwar, jeder Teilnehmer, jeder Prüfling bekommt eine eigene Aufgabe für den Brief. Und jede Aufgabe hat eine eigene Nummer. Ja, auch die Prüfer werden euch darauf aufmerksam machen, dass ihr diese Nummer von dem Brief, den du ausgewählt hast, dass du diese Nummer in deinen Antwortbogen schreiben solltest. Wenn du das nicht tust, bekommst du leider 0 Punkte. Und unser Ziel ist 45 Punkte
für den Brief. Nun hast du deine Nummer in den Antwortbogen übertragen. Prüfe das ganz, ob die Zahlen stimmen. Das ist sehr wichtig. Dann schreibst du sofort deinen Brief in den Antwortbogen rein. So verlierst du keine Zeit. 30 Minuten ist wirklich sehr, sehr wenig. Du schreibst sofort in den Antwortbogen rein und Achtung, schreibe bitte keinen Briefkopf. Also Absender, Empfänger, das brauchen wir nicht. Wir benötigen nur den Betreff. Ab dem Betreff wird der Brief bewertet. Der nächste Tipp. Achte auf die Leitpunkte, die in der Aufgabe stehen. Die Leitpunkte sollen dem Prüfer sehr stark auffallen. Und schreibe bitte mehr als einen Satz pro Leitpunkt. Achte darauf, dass jeder Satz in deinem Brief einen anderen Anfang hat. Benutze verschiedene, komplexere Konjunktionen und Sätze. Benutze und zeige deinen B2-Wortschatz. Das ist sehr wichtig. Wenn du anstatt drei Leitpunkte nur zwei schreibst, bekommst du wieder weniger Punkte und damit haben wir unser Ziel, 45 Punkte für den Brief nicht erreicht. Also achte bitte darauf, auf diese drei Leitpunkte. Und nun mein letzter Tipp an dich. Lass dir unbedingt einige Minuten Zeit und korrigiere deinen Brief. Das heißt, du liest deinen Brief von oben nach unten, findest Fehler, radierst sie wieder aus mit dem Radierer und schreibst wieder richtige Wörter, richtige Konnektoren und so weiter. Das ist sehr wichtig, dass du noch einmal deinen Brief überprüfst. Überprüfe bitte, ob du Grußformel hast, ob du nicht Betreff vergessen hast, ob du Schluss am Ende geschrieben hast. Überprüfe auf Groß- und Kleinschreibung. Das ist auch sehr wichtig. Überprüfe, ob die Wortfolge in deinen Sätzen richtig ist, besonders nach weil, da in den weil und das Sätzen. Überprüfe bitte, ob in den zusammengesetzten Sätzen dein Verb richtig konjugiert ist und dein Verb an richtiger Stelle steht. Nun bin ich mit meinen 7 Tipps für die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung TELC Deutsch B2 fertig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg bei den Prüfungen und schreibe mir in die Kommentare, ob dieses Video für dich hilfreich war und dann drehe ich für dich noch mehr hilfreiche Videos. Tschüss!